So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder ein paar Teenie Violettas Zukunft Sticker Booster, weil habe ich schon lange nicht mehr geöffnet. Deswegen habe ich mir ein paar besorgt, aber keine Angst, ich werde sie jetzt nicht alle öffnen. Ich werde jetzt einfach immer wieder von oben anfangen vom Stapel, sie öffnen, bis meine Lieblingsvideozeit vorbei ist. Und ihr schreibt natürlich in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Aber Violetta-Fans finde ich ja sowieso genial. Wichtig ist auch dabei, ob ihr sie selber sammelt und wie ihr sie findet. Wenn es nicht für mich ist, dann wenigstens für die anderen Zuschauer, warum die sich die auch holen sollen. Und wer jetzt gerne damit erst anfangen möchte, ich werde immer versuchen, unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Oh, mal wieder eine Silber- oder Glitzerkarte. Sind ja auch reichlich dabei bei Teenie Violettas Zukunft. Habt ihr schon gesehen? Da ist, glaube ich, auch wieder eine Glitzerkarte bei. Und wie gesagt, alles kommentieren oder posten. Weil ich muss zugeben, alle Sticker sind nicht jedermanns Geschmack. Einige, oh, sofort jetzt eine Glitzerkarte. Finden ja Teenie gar nicht gut, aber alle Violetta-Fans sind natürlich hellauf begeistert. Aber man kann es ja nicht allen recht machen. Das wisst ihr da draußen ja auch. Ah. Und wie gesagt, wenn ich noch weitere Booster vor die Kamera öffnen soll, dann kommentiert mir das. Und wenn ihr keine Lust zum Schreiben oder Kommentieren habt, drückt einfach nur Daumen hoch. Dann weiß ich das auch, dass das Video eben sehr beliebt ist. Dann werde ich davon eben schneller ein paar Videos machen. Ist aber ganz verständlich. Ups. Ja. So langsam kommen wir in meine Videolieblingszeit. Ab und zu sind ja auch ein paar blaue Umrandungen bei den Stickern dabei. Wer es natürlich genau weiß, warum, kann das natürlich hier auch kommentieren und posten. Gleich erstmal wieder alle sortieren und einkleben. Und dann mal schauen, wie viel mir noch fehlen. Könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie viel euch noch fehlen. Oder ob ihr vielleicht schon das Sticker-Album vollständig habt von Teenie Violettas Zukunft. Würde mich auch interessieren, ob da draußen welche sind, die sich sofort immer diese Sticker-Booster gegönnt haben. Weil ich habe ja immer sehr viel Abwechslung auf meinem Kanal. Deswegen gebe ich auch zu, einige vergesse ich mal, aber irgendwann fällt mir das wieder auf. Dann besorge ich schnell welche oder ihr schreibt mir das in die Kommentare. Also, meine Lieblingszeit ist gleich wieder da. Hiernach werde ich noch einen Sticker-Booster öffnen. Und wie gesagt, wer jetzt damit gerne anfangen möchte, mit Teenie Violettas Zukunft, ich versuche immer unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Und das ist es nun leider jetzt schon für heute. Das letzte Teenie Violettas Zukunft Sticker-Tütchen von Panini. Fängt gleich mit der Glitzerkarte an. Sieht auch richtig edel aus, mit hier unten die Herzen in Glitzer. Och, da wollte ich euch einen Sticker wieder unterschlagen. Und noch eine Glitzerkarte da drin. Zwei Glitzerkarten in ein Sticker-Tütchen. Also, das waren sie jetzt nun. Teenie Violettas Zukunft. Wenn ihr Lust auf mehr habt, ich habe noch ein paar.
Schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich das auch, dass das Video beliebt ist. Dann öffne ich hiervon noch wieder ein paar und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.